Das ganze Haus ist wieder kein Haus mehr. Wo nimmt die Welt laut nur immer den Glas her? Die Walter Kastel das Haus mit Blödsinn voll. Und dann legt sie sich auf und sagt, ich mach da mal voll. Es kannst aber noch einmal still sein, Karl. Komm gescheiter da raus und hilf beim Zusammenräumen. Du Waldraut, das kann ich nicht mehr dulden. Du musst mich immer zwingen. Aber auf deine Manipulationen fall ich jetzt nicht mehr ein. Versprochen. Na, ja, du Zapfen da drin. Danke. Du haust mit seinem aus dem Haus aus. Was bütest du dir eigentlich ein, ha? Ich? Sicher du. Entweder du gehst jetzt augenblicklich zusammen an mir helfen oder ich schmeiß dich gleich aus dem Haus aus, die Korn. Kass von beiden. Doch, doch, eins musst du wollen. Sonst will ich. Hau, yippie. Kinder, wo seid denn ihr? Wir waren auch schon beim Bertel. Aber er hat ja jetzt kein Haus mehr. Das ist ja mehr gestohlen worden. Samt seiner Decken. Das stimmt, Oma. Aber das heißt nicht, dass der Bertel jetzt keine Bleibe hat. Was soll das jetzt heißen? Naja, wie der Wahl wird der Bertel einmal bei. Naja. Was kracht denn der Karl da oben zusammen? Keine Ahnung. Au! Bist du wahnsinnig? Au, 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 meine Achsen, au, au, au. Sag mal, hast du total einen Knoll, Waldraut? Du kannst dir nicht einfach so meine Haxen zerdreischen. Du hast einen total Knoll, Karl. Du kannst dir nicht einfach so alles aus dem Haus rausstocken. Ich mach nur, was du gern hast. Was ich gern hab, was ich gern an dir war, dass du endlich einmal normal zusammenräumen tätest. Ja, stimmt. Wir hauen die Sachen aber, okay, Oma? Okay. Und du, Karl, benimmst dich jetzt. Ich kann für nichts garantieren, Waldraut. Was heißt, du kannst für nichts garantieren? Zum Beispiel hinter dir, das Wesen kann ich nicht anwenden. Du Dummkopf! Aua! Das ist ja Karl, die Schildkröte. Die Babyschildkröte, die riesige. Ja, bist du in unserem Keller einig? Ich geh nur. Trau dich nur. Brav ist er, der Karl. Siehst du, der Karl ist zutraulicher wie du, Karl. Ja, sehr witzig. Nöppen. Spinnst du, wenn jetzt nicht am Tisch fliegt, weil war halt, dass den Karl damit angeschossen. Das hat er sich eh verdient. Oh! Mein Ani! Sag jetzt noch was Basis. Ewige Husten. Son und ich. Sag jetzt noch irgendwas Basis. Son und Ivan Karl. Dann kriegst du Ärger. Ich hab heute schon Kassel. Da Husten. Du hast einen Ricola-Zuckerl. Hula-Zuckerl. Danke. Wirklich gut. Los! Die sollst du nicht abschlucken, sondern lutschen. Wie ein Lutscher? Nein, einfach im Mund rein, da und im Innern, da ist ein Lutschen. Hast du es nicht zerbeißen? Du kapierst nicht, wie es man. Und da musst halt selber drauf kommen, wie es geht. Und du süßer Karl, willst du da mal einmal in Karl sein Zimmer bewohnen? Da schau einmal. Brav ist er, der Karl. Brav ist er.
Sag einmal, Kurt, was hast denn du da unten jetzt da im Sack einmal? Na jo, die Zucker lassen mich schossen, weißt du? Servus. Und der Kurt sitzt einfach so die ganze Zeit da und schaut, als ob ihm das nichts angeht. Dass der Opa oben geflogen ist. Ja, der Kurt ist süß und lustig. Ja. Ja, ich bin süß und lustig. Na Kurt, die Schildkröte ist süß und lustig. Du bist deppert und lustig. Deppert? No. Oh, aua! Sag mal, spinnst du? Aua. 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 Hört nicht auf die Wahl, Claude. Das ist irre.